Die Liebe Gottes bzw. Liebe Christi hat mehrere Aspekte, Facetten. Zum einen liebt Gott alle Menschen mit einer Retterliebe. Er liebt die Menschen, die von ihm abgefallen sind. Er liebt sie als seine Geschöpfe, um sie zu retten vor der ewigen Verlorenheit. Er liebt nicht ihre Gottlosigkeit und Sündhaftigkeit, aber er liebt sie mit einer Retterliebe als seine Geschöpfe und als solche will er sie retten vor der ewigen Verlorenheit. Jesus Christus liebt als der Bräutigam seine Braut, das ist die Summe aller wiedergeborenen Christen, die Gemeinde Gottes, die Ekklesia. Diese liebt er, diese Liebe hat eine völlig andere Qualität. Das ist eine exklusive Liebe Christi, eine Bräutigamliebe zu seiner Braut. Des Weiteren liebt Jesus Christus, aber auch ganz individuell jeden einzelnen wiedergeborenen Christ mit einer ganz persönlichen, individuellen, privaten Liebe. Und des Weiteren liebt Gott der Vater seine Kinder und jedes einzelne Kind. Das ist die Liebe, die Vaterliebe Gottes, des Vaters zu den Kindern Gottes.